Willkommen, liebe Kollegen, zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Köln. Wir fahren morgen früh um 19:30 schon los, deswegen die Pressekonferenz mittwochs, aber wir sind ja im Rhythmus, zwei Tage vorm Spiel. Der Trainer kommt gewissermaßen vom Rasen der Parzellenstraße und wird uns Auskunft geben über die erfreuliche personelle Situation. Kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ja, ist wirklich erfreulich. Erstmal hallo zusammen. Alle sind gesund und das ist gerade so in der Phase, in der wir jetzt sind, sehr wichtig, weil jetzt fangen englische Wochen an und wir haben jetzt, glaube ich, in den nächsten 4 Wochen 7 oder 8 Spiele, wenn Pokal noch dazu kommt. Also ist das eine gute Voraussetzung. Jetzt fürs Wochenende in Köln sieht so aus, dass wir Ronny Gabuszewski noch nicht mit dem Bus nehmen. Hat jetzt 1,5 Trainingseinheiten erst absolviert und wir wollen da kein Risiko gehen. Das brauchen wir bei unserer personellen Situation im Moment nicht, sondern werden die Tage nutzen, um ihn wieder richtig stabil hinzustellen. Im Abschlusstraining eben, also im Abschlusstraining hier in Cottbus, hat sich Patrick Breitkreuz eine ganz leichte Blessur zugezogen. Wir gehen kein Risiko, nehmen einen mehr mit nach Köln und werden dann abwarten, wie sich das entwickelt oder ob sich da überhaupt was entwickelt. Sodass wir also mit 19 Feldspielern oder 19 Spielern insgesamt morgen früh in den Bus steigen. Und nach Köln fahren, letztes Jahr war es kein gutes Spiel von uns bei Fortuna Köln. Das war in der Hinrunde eigentlich mit unser schwächster Auftritt, den wir da abgeliefert haben, obwohl wir zu der Zeit sehr gut dagestanden sind in der Tabelle, haben wir unsere eigentlich zu der damaligen Zeit gute Verfassung nicht auf den Platz bekommen in Köln. Und das sollte sich natürlich schon ändern am Freitagabend. Es ist eine sehr robuste, sehr geradlinige Mannschaft mit sehr viel Wucht, die eine sehr gute Umschaltbewegung hat. Und ich kann mich noch sehr gut an das Spiel in Köln damals erinnern, wo wir sehr hoch angelaufen sind und dann uns auswärts sehr naiv haben auskontern lassen. Das sollte, ohne jetzt schon zu viel über das taktische Vorhaben in dem Spiel verraten zu wollen, aber das sollte uns da nicht passieren. Ansonsten war die Trainingsqualität war gut. Wir haben relativ schnell die Niederlage von Chemnitz verarbeitet, haben in den Videosequenzen gesehen, dass wir eigentlich über weite Strecken ein richtig vernünftiges Drittligaspiel gemacht haben und vor allem in der ersten Halbzeit ja große Möglichkeiten hatten, zumindest in Führung zu gehen, was, glaube ich, bei den Temperaturen auch dazu geführt hätte, unterm Strich, dass wir das Spiel dann hinten raus gewonnen hätten. Aber es ist anders gelaufen. Ist halt ganz oft so, wenn du im Fußball viele Chancen liegen lässt, dass du dann irgendwann dich doof anguckst, wenn du ihn aus dem eigenen Netz rausholen musst. Aber trotzdem, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, haben wir viele Sachen auch schon ganz gut gemacht. Hatten wieder eine gute Stabilität gegen den Ball, hatten gute Umschaltaktionen, hatten gute Standardsituationen. Also viele Dinge von denen, die dazu geführt hatten, dass wir vorher 6 Punkte haben, hatten wir auch am Samstag gegen Chemnitz auf dem Platz. Haben es aber nicht zu Ende gebracht. Und darum geht es halt im Fußball. Und jetzt wollen wir in Köln natürlich wieder ein Ergebnis haben. Dankeschön. So, dann ist eure Zeit angebrochen. Ihr könnt jetzt Fragen stellen. Bitte mit dem Mikrofon, wenn es geht. Nicht die beliebteste Frage gleich zum Anfang, aber ich glaube, Mainz und auch letztens Chemnitz haben es ja wieder deutlich gezeigt, wo es hapert. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist der, wie wir eigentlich schon in der letzten Zeit kommuniziert haben. Also wir sind wachsam, wir versuchen Informationen einzuholen, wir versuchen alle Antennen so auf Empfang zu haben, dass wenn sich was tut, wir zumindest nicht hinterherlaufen, sondern mit die Ersten sind, die irgendwas wissen. Und Stand jetzt kann es aber auch gut sein, dass wir keinen neuen Stürmer verpflichten. Kurz nachhaken, weil es keinen gibt oder weil sie alle zu teuer sind? Naja, wir hatten ja schon ein paar Kandidaten, also es gibt schon welche. Die waren eben zu teuer oder wirtschaftlich für uns nicht machbar. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, also unterhalten und uns treffen tun wir nur Jungs, von denen wir absolut überzeugt sind, dass sie uns auch helfen. Es sind natürlich viele auf dem Markt und wir sind auch nicht so vermessen zu denken, dass wir jeden kennen und über jeden uns abschließende Urteile erlauben können, um Gottes Willen. Aber es müssen schon viele Sachen zusammenkommen, dass wir alle sagen, die beteiligt sind, ja, das ist der Spieler, den wir gerne hätten. Und selbst wenn wir ihn dann am Tisch haben, heißt es ja noch lange nicht, dass wir die Einzigen sind, die mit diesem Spieler gerne arbeiten würden. Und bis jetzt war es eben so, dass die Spieler, die wir zu Gesprächen hatten, sich für andere Vereine entschieden haben. Das ist deren gutes Recht. Und da muss man eben weiter gucken. Aber es wird nicht so sein,
dass wir nur um einen zu kriegen, irgendeinen nehmen, der jetzt hier zufällig mal um die Ecke kommt. Das machen wir nicht. Vielleicht darf ich daran gleich anschließen. Herr Krämer, ist das für Sie auch die möglicherweise bitterste Erfahrung seit Ihrem Amtsantritt, dass mit den finanziellen Möglichkeiten, die sich ja Ronny König ist, nach Chemnitz gegangen, Wehrinen und Teströ zu Ihrem Kollegen Neuerhaus, dass es gar nicht so einfach ist, hier zu arbeiten und möglicherweise wieder aufzusteigen, als wie Sie sich das im vergangenen Jahr vorgestellt haben im Sommer? Ja, also ich bin nicht mit unter Vortäuschung falscher Tatsachen hier hingelockt worden, sondern ich wusste genau, was für Möglichkeiten da sind. Und ich identifiziere mich absolut damit. Und man kann eben nur damit arbeiten, was da ist. Und wir haben ja trotzdem, glaube ich, eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft an den Start gebracht, Stand jetzt. Und mit der kann man gut arbeiten. Also wir werden, selbst wenn jetzt kein neuer Stürmer dazukommt, aus rein sportlicher Sicht glaube ich, dass wir den gut gebrauchen könnten, habe ich auch oft genug schon gesagt, aber wenn das die Möglichkeiten nicht hergeben, also dann spielen wir trotzdem Fußball und kriegen trotzdem eine gute Mannschaft auf den Platz und es wird trotzdem nicht ganz so einfach, gegen uns zu gewinnen. Du hattest nach dem Spiel, nach dem Pokalspiel gegen Mainz bezüglich der Personalie Manuel Zeitz gesagt, wir geben ihm alle Zeit, die er braucht, um wieder richtig fit zu werden. Nun hat er ein Spiel in der zweiten in der Vorbereitung gemacht. Jetzt hat er in der zweiten maßgeblich dazu beigetragen zum ersten Auswärtssieg. Ist er denn jetzt so weit, dass er schon A im Kader für Köln steht oder eher für Osnabrück und Samstag nochmal gegen Eisenach in der zweiten steht? Nee, ist mit dem Bus. Manu ist mit dem Bus. Wenn Sie sich jetzt leisten können, so jemanden wie Ronny Gabaschewski zu Hause zu lassen, obwohl er vermutlich halbwegs fit ist, zeigt das schon an, dass Sie da im Mittelfeld ein kleines Überangebot haben. Wie schwierig ist das für Sie als Trainer, das zu moderieren, da einigen Jungs zu sagen, du bist nicht dabei oder du sitzt nur draußen? Das sind ja also alles so Typen, Matuschka, Holz, Zeitz und dann Kauko, Djengoe, alles gestandene Spieler eigentlich. Naja, also ich glaube, dass man erstmal jetzt in der Verfassung ist oder in dem Zustand ist, dass man kein Risiko gehen muss. Also wenn jetzt letztes Jahr mit einem deutlich knapper bemessenen Kader, hätten wir wahrscheinlich Ronny mit dem Bus gehabt. Ja, jetzt, glaube ich, muss man das Risiko nicht nehmen. Und ich glaube, man kann mit Spielern immer gut zurechtkommen, wenn man vernünftig mit ihnen umgeht, wenn man kommuniziert, wenn man nicht irgendeine Kaderliste irgendwo hinhängt und sagt, ja, so ist es jetzt halt, sondern den Leuten Entscheidungen versucht näher zu bringen, sie zu überzeugen, dass das für den Fall die richtige Entscheidung ist. Und dann habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass du dann diese Spieler auch nicht verlierst, sondern im Gegenteil. Keiner freut sich, wenn er nicht dabei ist. Das will ich auch nicht, um Gottes Willen. Ja, es ist, jeder Profi ist sein eigenes Unternehmen und jeder Profi will natürlich auf die Platte und für sein eigenes Unternehmen werben und Kohle verdienen. Das ist ja alles gut und schön. Und trotzdem sind es normale Menschen. Und wenn man mit normalen Menschen vernünftig umgeht, dann kriegt man normalerweise auch kein Problem. Bitte. Herr Krämer, wenn Ronny Gabuschewski wieder voll fit ist und Thorsten Matuschka auch einen weiteren Formanstieg zeigt, haben Sie dafür einen Plan B, beide in noch festzustellenden Positionen oder möglicherweise Plänen dort aufzustellen? Also ich glaube schon, dass beide auch zusammen spielen können. Das sehe ich nicht als Problem an. Natürlich ist, wenn mit Kauko, mit Dejenge, mit Holz, mit Zeitz, mit Matuschka und mit Gabuschewski sind wir im Zentrum schon sehr namhaft und auch im Moment zum Glück sind alle gesund. Also ich habe eben den Spielern nochmal gesagt vor dem Training, also ich bin kein Trainer, der hofft, jetzt hoffentlich verletzt sich doch mal einer oder wird mal einer krank, dass mir die Entscheidungen leichter gemacht werden, sondern ich wünsche jedem, dass er gesund bleibt und mir die Entscheidung so schwer wie möglich macht, wen ich aufstellen muss und dann oder darf. Und dann kommt es halt darauf an, wie schätzen wir den nächsten Gegner ein, wie schätzen wir die Leistung unter der Trainingswoche ein. Nachher ist es trotzdem so, dass bei so vielen guten Spielern es ganz enge Entscheidungen sind und dann entscheidet auch schon mal mein Bauch. Kann denn diese Formation oder dieses Herangehen an das Spiel, du hast es vorhin gerade zitiert aus dem Vorjahr, ein bisschen Warnung sein, dass ihr nun in diesem
nächsten Vergleich nicht ganz so hoch steht und nicht so aggressiv seid, um erstmal da ein bisschen Stabilität auch hintenrum zu haben, damit man eben nicht wieder in Konter läuft? Oder ist das Konzept, wie wir hier auch wieder zu Hause gesehen haben, hurra, drauf auf die Mutter und los geht's? Ist das das? Oder? Ich weiß nicht. Also mir wäre es am liebsten, also wenn man nicht in diese Extreme verfallen würde, also zwischen Ruf auf die Mutter und hinten sich einigeln, gibt es ja auch noch was dazwischen irgendwie. Ne? Und die größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen, glaube ich, für uns als Mannschaft ist, diese Intensitäten, also mit denen zu spielen, mit der Höhe des Anlaufens zu spielen, die Zonen auch zu wechseln im Spiel, um für den Gegner schwerer ausrechenbar zu sein. Und ich glaube, dass wir da im Moment auf einem ganz guten Weg sind, dass wir auch im Spiel mal switchen können und nicht auf Teufel komm raus, entweder nur vorne drauf gehen wie die Wahnsinnigen oder uns auch mal, was eigentlich meinem Naturell weniger entspricht, nur die Hälfte abzuschließen, sondern dass man das im Spielverlauf auch dem Gegner angepasst, dem Spiel angepasst, so wie es läuft, der Situation angepasst, die allgemein vorherrscht, dass man wechseln kann, ne, um einfach schwerer zu packen zu sein für den Gegner. Und das ist so Inhalt der letzten Trainingswochen auch gewesen, unter anderem. Und ich glaube, dass wir da einen Schritt weiter sind wie zu gleichem Zeitpunkt letzten Jahres. Weil letztes Jahr hatten wir keine Alternative zur vollen Attacke. Dieses Jahr sehe ich das, so wie der Kader aufgestellt ist, ein bisschen anders. Ist das ein Geheimnis, wer den Schalter dann umlegt? Ist das ein Signal von außen oder macht das irgendeiner in der Mannschaft von sich und alle richten sich danach und haben es auch verstanden jetzt so und nicht mehr so? Also im besten Fall gibt es natürlich zwei, drei Spieler, mit denen man als Trainer schnell Kontakt aufnehmen kann, die das dann auf dem Platz regeln. Weil gerade in Stadien, jetzt Fortuna Köln, ist eine relativ weitläufige Anlage, da ist auch nicht so eine Lautstärke drin. Da kann man als Trainer natürlich auch Einfluss nehmen, keine Frage. Wenn wir irgendwann mal in Magdeburg spielen, in Dresden spielen, in Rostock spielen, ist es schwer, verbal an Spieler ranzukommen. Sondern dann muss es gewisse Zeichen geben, die dann von zwei, drei Spielern auf dem Feld so umgesetzt werden, im besten Fall, wie man sich das draußen auch vorstellt. Nach der Niederlage in Chemnitz warst du sehr enttäuscht, wie viele Spieler auch. Einige haben mal von einer dämlichen Niederlage gesprochen. Du hast aber dann gesagt, wir müssen uns kurz schütteln und gleich auf Fortuna Köln gucken. Hast du denn das Gefühl, dass dieses Schütteln jetzt in den Trainingstagen passiert ist, alles abgeschüttelt ist? Ja, also wenn die Leistung, die die Jungs auf den Platz gebracht haben, ein Gradmesser dafür ist, dann ein klares Ja. Da war also vor allem gestern den Vormittag haben wir genutzt, um ein bisschen reinzukommen, ein bisschen Stabi zu machen. Und gestern Nachmittag war Feuer frei und da war schon eine richtige gute Qualität auf dem Platz. Und die hat sich heute Morgen eigentlich fortgesetzt im Taktiktraining. Das schon ein bisschen nochmal anders war wie sonst, also schon mit ein bisschen mehr Intensität. Und da muss ich sagen, körperlich haben sie einen total frischen Eindruck gemacht. Und der ist oft auch nur dann richtig frisch, wenn auch der Kopf nicht mehr zu sehr am letzten Spiel hängt. Und das habe ich nicht feststellen können, jetzt in den Einheiten. Im Gegenteil. Und deswegen, ich finde jetzt auch cool, diese englischen Wochen. Weil Spielen ist einfach das, was wir wollen, uns messen und gar nicht lange nachdenken über das, was im letzten Spiel passiert ist, positiv oder negativ, sondern sofort ins nächste Spiel rein, nachdem man seine Schlüsse gezogen hat. Finde ich mega spannend. Herr Krämer, gestatten Sie, dass ich da doch nochmal insistiere? Ich gestatte. Danke. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich gestatte einfach mal. Bei aller Liebe und den Holztreffern und den vielen Chancen, die wir gesehen haben, es müsste Ihnen doch aber auch zu denken geben, dass eben doch keine Chance verwandelt worden ist. Und mir hat zum großen Teil noch zu denken gegeben, dass Chemnitzer Spieler, ich rede jetzt nicht nur von Meister Fink, der ja für große Sprüche bekannt ist, nach einem Spiel in der Mixzone, da sagten, sie hätten schon in der Halbzeitpause gewusst, dass sie das Ding hier noch drehen können und in Cottbus gewinnen können. War das nur eher Adrenalinstoß oder muss man sich über solche Gedankengänge des Gegners doch mal Gedanken machen? Also zum ersten Teil der Frage, ich hätte mehr Probleme damit, wenn wir gar keine Torchancen hätten. Also wenn wir sie uns nicht erarbeiten oder erspielen würden. Jetzt haben wir uns gegen Mainz und gegen Chemnitz, ich sag mal, knapp 10 richtig gute Torchancen erspielt. Davon ist keine reingegangen, das ist natürlich doof. Aber das irgendwann gehen die auch wieder rein.
Also das kann man natürlich trainieren, allerdings auch nur bedingt. Das ist ähnlich wie Elfmeterschießen. Im Training gehen die Dinger rein, wenn du dann im Spiel auf die Wand zuläufst und musst ihn reinmachen, ist schon was anderes. So ist es ja im Spiel auch. Aber mir als Trainer wird es eher zu denken geben, wir hätten die Chancen gar nicht, weil dann hätten wir strukturell ein Problem. Wenn ich zu 10 guten Torchancen komme gegen 2 gute Gegner, dann weiß ich, strukturell ist alles okay, auch im Spiel mit Ball. Die Dinger sollten halt irgendwann wieder rein. Und das ist eine Sache von Konzentration und von diesem Willen, von diesem unbedingten Willen, das Ding über die Linie zu drücken und natürlich auch Abschlusssicherheit versuchen wir im Training herzustellen, gar keine Frage. Und ich meine, zum zweiten Teil der Frage, also Chemnitz sehe ich mit uns komplett auf Augenhöhe, 50-50. Die sind nicht besser wie wir und auch nicht schlechter wie wir. Und wenn dann die Spieler in der Halbzeit sagen, ja, wir wussten, dass wir das Spiel noch drehen können, dann wundert mich das nicht großartig, weil... Also ich glaube schon, dass wir deutlich besser waren in der ersten Halbzeit wie unser Gegner. Und dass so ein Gegner nicht 2 so schlechte Halbzeiten spielt, also das wundert mich jetzt nicht. Oder was heißt schlechte Halbzeiten, will ich noch nicht mal sagen. Ich glaube, dass wir auch ganz gut waren. Aber dass sich so ein Spiel eben auch mal im Verlauf drehen kann, wenn zwei 50-50-Mannschaften gegeneinander spielen, das ist halt im Fußball so. Und dieses Selbstvertrauen, dass der Gegner dann mit so Aussagen demonstriert, gibt mir jetzt nicht zu denken. Ich glaube, das wird umgekehrt, wenn wir immer eine schlechte erste Halbzeit spielen, bei uns in der Kabine auch immer der Tenor sein, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir eine schlechte erste Halbzeit gespielt, jetzt kommen wir besser zurück. Finde ich nichts außergewöhnlich Schlimmes oder Schlechtes. Oder macht mir auch keine schlaflosen Nächte. Denken Sie darüber nach, Manuel Zeitz vielleicht von Beginn an spielen zu lassen? Also wenn du Manu gesund hast, und siehst, was er jetzt schon wieder für eine Präsenz auf dem Platz ausstrahlt, kommst du als Trainer immer ans Überlegen. Erstmal bin ich froh, dass ich ihn jetzt heil und gesund wieder bei der Mannschaft habe. Also morgen 7 Stunden Busfahrt und danach die ganze Nacht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber Stand jetzt würde ich eher sagen, nein. Aber das muss noch nichts heißen bei mir. Und können Sie bitte noch was zu Cedric Mbala sagen? Auf der Rechtsverteidigerposition hat er sich jetzt da festgespielt oder haben Sie da noch andere Gedanken? Ist, glaube ich, nicht so unbedingt seine Lieblingsposition. Ach, ich glaube, er fühlt sich da ganz wohl. Er macht es auch ganz vernünftig, muss ich sagen. Dafür, dass es jetzt kein gelernter rechter Verteidiger ist, macht das gut. Ich glaube, dass so wie wir jetzt die Kette aufgebaut haben hinten, das zeigt ja auch die Stabilität, dass wir erst ein Gegentor bekommen haben in den 3 Meisterschaftsspielen, das passt schon ganz gut auf die Mannschaft. Und das heißt aber nicht, dass Sedo jederzeit auch wieder mal nach innen rücken kann und wir die Außenverteidigerposition ein bisschen anders besetzen. Das kann mal ein taktisches Mittel sein. Aber ich finde, das hat jetzt 3 Spiele lang sehr gut funktioniert. Wir haben kaum Torchancen zugelassen und das liegt nicht nur, aber auch an der Eingespieltheit der Viererkette, glaube ich, hinten. Und deswegen gibt es da für mich im Moment wenig Grund zu ändern. Herr Krämer, Sie haben jetzt in den zurückliegenden Spielen gegen 3 Gegner gespielt, die, wenn man die vorige Serie sieht, in unterschiedlichen Regionen sich bewegten. Wie fällt Ihr Urteil nach diesen ersten 3 Spielen aus? Hat sich was in der dritten Liga grundsätzlich geändert? Beziehungsweise, wenn man zum Beispiel den CFC sieht, jetzt letzte Woche, wird ja von einigen Leuten gleich hinter Dynamo Dresden gehandelt und anderen Mannschaften. Ist das mit ein Favorit für ganz vorn? Also ich glaube, dass Chemnitz gerade in der Offensive sehr gut aufgestellt ist und je nachdem, wie die Saison sich entwickelt, eine der Mannschaften sein kann, die vorne mit reinrutschen. Das habe ich auch vor dem Spiel schon gesagt. Ich glaube, mein Eindruck bestätigt sich, dass jedes Spiel in der Liga ist brandgefährlich. Es war ja auch nicht so, dass wir jetzt Halle und Bremen so klar dominiert hätten oder mal locker durchmarschiert wären durch die Spiele, sondern jedes Spiel für sich hat ja auch Phasen gehabt, wo es hätte anders laufen können. Und ich glaube, so ist jedes Drittligaspiel. Und man sieht ja auch sehr viele Unentschieden. Keine Mannschaft, die jetzt schon 9 Punkte hat. Also daran sieht man an diesen Dingen, dass unsere Einschätzung, dass die Liga noch ausgeglichener geworden ist gegenüber letztem Jahr, dass das passt. Und ich bin mir relativ sicher, in der Liga kannst du mit einer stabil guten Serie schnell relativ weit vorne stehen in der Tabelle. Du kannst aber auch, wenn du mal ein paar Wochen nicht funktionierst, dich ganz weit unten wiederfinden. Und das kann im Laufe der Saison so wellenartig auch sich unterscheiden. Also total spannend. Und du musst einfach Woche für Woche, um eben zu versuchen, in so eine positive Dynamik reinzukommen,
oder aber zu verhindern, in so eine Negativspirale reinzurutschen, musst du immer ans Limit. Und du kannst diese Spiele mit 70, 80 oder 90% hast du schlechte Karten, sondern du musst versuchen, Woche für Woche ans Limit zu kommen. Und die Mannschaft, die das über den Saisonverlauf am ehesten schafft, die wird ihre Ziele erreichen. Und so einfach ist es. Wenn wir uns an das letzte Jahr erinnern, da war ja so eine Schlüsselposition, so der 10. Spieltag, wo du dann gesagt hast, ja, jetzt können wir ja mal drüber reden, wie so die Zielstellung lautet für dieses Jahr. Angesichts dieser Ausgeglichenheit, würdest du dennoch den 10. Spieltag wieder so als einen Meilenstein sehen, um das zu bewerten? Also ich glaube, man kann so nach einem guten Drittel, also 10, 11, 12, 13. Spieltag so rum, kann man eine gewisse Tendenz ablesen. Aber für mich ist die magische Zahl der 10. Spieltag. Vorher geht es in so einer engen Liga nur darum, sich eine Ausgangsposition zu schaffen. Und letztes Jahr hatten wir so um den 30. Spieltag rum eine ganz gute Ausgangsposition und haben die hinten raus nicht durchbringen können, aus unterschiedlichsten Gründen. Und jetzt geht es, glaube ich, auch wieder darum, sich erstmal von Woche oder Woche für Woche zu beweisen in dieser engen Liga. Und wo die Reise letztlich hingeht, wird sich hinten raus erst entscheiden in der Liga. Und deswegen geht es darum, so viele Punkte einzuheimsen, wie es irgendwie geht. Weil jeder Dreier in der Liga ist Gold wert, in so einer engen Liga noch dreimal mehr wie vielleicht in anderen Ligen. Und selbst jeder Punkt kann dir weiterhelfen. Und du musst einfach sammeln, sammeln, sammeln. Und irgendwann, wenn es dann um die Wurst geht, musst du so viel gesammelt haben, dass du ja, was schaffen kannst. Gibt es denn seitens der Vereinsführung eine Vorgabe, die da lautet, wenn ihr Platz sowieso habt, mindestens, dann wird auch im Winter nochmal in die Tasche gegriffen, um ins Lager zu fahren? Oder ist das völlig unabhängig davon? Also ein Trainingslager für einen ambitionierten Drittligisten, der irgendwann auch mal wieder zurück will in die dritte Liga oder in die zweite Liga, der muss ins Trainingslager im Winter fahren, aus meiner Sicht. Und es gibt vom Verein keine Vorgaben. Also wir können total in Ruhe arbeiten. Es wird keinerlei Erwartungshaltung aufgebaut. Die Jungs wollen genauso wie wir gewinnen und wollen, dass wir erfolgreich Fußball spielen und arbeiten viel dafür, um uns die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir das können. Und ob im Winter dann nochmal nachgelegt werden kann, personell, das liegt bestimmt daran dann, wie gut wir dann positioniert sind. Aber an so Basics wie ein Trainingslager, wenn man anfängt da zu sparen, dann sollte man sich Gedanken machen, ob Profifußball noch opportun ist. Also für deine Reiseplanung, wir werden fahren. Halt mal frei ein paar Tage. Halt mal frei. Ja. Herr Krämer, Sie sagten jetzt gerade das schöne Wort, irgendwann mal in die zweite Liga zurück. Beziffern Sie das relativ kurzfristig oder ist das eher angelehnt mit den Anleihen, die Griechenland irgendwann mal in 80 Jahren zurückzahlt? Naja, zeitmäßig. Ich glaube, wir befinden uns ja im Wettbewerb mit 10, 12, vielleicht 14 anderen Mannschaften, die das auch wollen. Und ich würde es für vermessen halten, da eine zeitliche Vorgabe. Ich glaube nicht, dass das seriös ist, weil ich glaube einfach, dass das alles zu eng ist, um das vorherzusagen, wann das machbar sein könnte. Die Saison muss sich entwickeln und dann muss man sehen. Und natürlich ist es so, dass je länger du in dieser dritten Liga bist, gerade in einer Region, in der Energie Cottbus sich bewegt, wo es nicht so viele Großsponsoren gibt, wo nicht so viele Möglichkeiten da sind, wie vielleicht andere Regionen sie zu bieten haben, ist es natürlich jedes Jahr, dass du in der dritten Liga bist, macht es dann schwerer, auch irgendwann mal wieder rauszukommen. Das ist die Realität, an der kommst du nicht vorbei, die kann man auch ruhig benennen, aber als Umkehrschluss zu sagen, jetzt müssen wir dann halt nächstes Jahr wieder in die zweite Liga, ist in dieser engen Liga unter den Voraussetzungen, unter denen wir hier arbeiten, nicht seriös. Sondern das Einzige, was seriös ist, ist zu sagen, jeden Tag, den wir hier hinkommen, versuchen wir unser Bestes, um den Verein da wieder hinzubringen. Aber wann und ob das passiert, also die Prognose werde ich hier nicht abliefern, weil die fällt einem auf die Füße, das steht jetzt schon fest. Ja, dass ihr das schade findet, ist mir klar. Ich gehe noch mal kurz zurück an den Beginn der PK hier. Stichwort Stürmersuche. Nur stand gestern in der großen Boulevardzeitung der Name Benjamina. Ist das einer, den ihr auf dem Zettel habt oder ist der Name völlig aus der Luft gegriffen? Nein, er ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Benjamina ist ein Stürmer, den wir interessant finden.
Der steht aber bei Wien Wiesbaden unter Vertrag und ich weiß auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die Benjaminer, wenn er denn auf den Markt käme, das ist ja noch gar nicht gesichert, sich für ihn interessieren. Aber der hätte schon viel von dem, was wir gut brauchen können. Der ist 1,90 groß, der Junge, der hat trotzdem Tempo, der ist im besten Fußballalter, der hat schon ein bisschen was gesehen, der hat nachgewiesen, dass er in der dritten Liga funktioniert. Also muss ich jetzt mich hier oben nicht hinsetzen und mich lächerlich machen, indem ich sage, nee, den kenne ich gar nicht oder von dem habe ich noch nie was gehört oder weiß ich nicht. Nein, das ist ein interessanter Spieler für die dritte Liga und mal gucken, was passiert. Haben Sie denn persönlich mit ihm schon gesprochen? Wir haben telefoniert, ja. Ja. Wie war der Tenor von ihm? Na, er findet, Energie Cottbus ist ein spannender Verein. Und die Spieler sind ja auch, also die, mein Gott, der will sich natürlich auch offen halten, möglichst viele, viele Dinge. Das ist ja auch sein gutes Recht. Ich habe eben schon mal gesagt, jeder Profi muss gucken, wo er bleibt. Aber ich glaube schon, dass wir wirklich interessant sind für ihn, weil er ist Berliner. Ja, das passt geografisch, glaube ich, gut. Und sein Bruder spielt in Berlin Fußball. Er ist ein sehr, so wie ich das einschätzen kann, sehr, also ein Mensch, der die Familie, dem die sehr wichtig ist, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass allein schon die Nähe zwischen Cottbus und Berlin dazu führen könnte, dass er wirklich ernsthaft sich mit uns auseinandersetzt. Ich habe noch eine Frage. Rechnen Sie damit, dass Spieler noch den Verein verlassen bis zum 31. August? Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört, weder von Beraterseite noch von Spielerseite, aber es kann natürlich sein, dass in den nächsten 10 Tagen noch was passiert. Auf der anderen Seite würde ich am liebsten bei allen Härtefällen, die es jetzt gibt und bei allen Entscheidungen, die mir schwerfallen oder uns schwerfallen oder wo wir uns echt viel Zeit nehmen, weil wir wissen, dass wir übers Jahr gesehen alle brauchen. Ich würde, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist mein persönliches Gefühl, würde am liebsten keinen mehr abgeben. Und ich würde auf jeden Fall dafür kämpfen wollen, dass alle, die wir jetzt haben, da bleiben, weil ich überzeugt davon bin, dass wir, wenn wir eine gute Saison spielen wollen, und ich denke, der Wille ist klar verbrieft, dass wir alle brauchen. Auch kein junger Spieler, der ausgeliehen wird, um irgendwo anders Erfahrung zu sammeln? Also die U23-Regel besteht ja und auch wir können uns der nicht entziehen. Und die Qualität, die wir jetzt im U-Bereich haben, die sollten wir schon auch hier behalten. Herr Krämer, der Verein, den Sie oder die Mannschaft, die Sie momentan führen, hoffentlich noch lange, ja, ist ja unter anderem groß geworden durch Qualität bzw. durch Substanz, die jenseits der Grenzen hergeholt worden sind. Ich will jetzt nicht die Situation noch vor 17 oder 18 Jahren, ist Ihnen ja alles bekannt. Spielt das noch eine Rolle? Schaut man noch jenseits der Grenzen oder ist nach der Enttäuschung mit Pavela und Pospech dieses Kapitel abgeschlossen? Oder schaut man sogar in den Balkan rein? Wie sind da Ihre Richtungen? Nee, also abgeschlossen ist die Thematik nicht nur, weil man Spieler nicht funktioniert hat oder, also mein Gott, das hätte jedem anderen auch passieren können. Nee, ich glaube, dass speziell der tschechische und polnische Markt durch die Nähe natürlich interessant ist. Für einen Drittligisten ist es ein bisschen schwer, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das Scouting so aufzubauen, um das flächendeckend so abzudecken, dass du auch wirklich, dass dir keiner da durchs Netz geht oder so. Also so weit sind wir jetzt tatsächlich noch nicht. Da fehlt ein bisschen Manpower, ganz bestimmt sogar. Trotzdem hast du ja als Energie Cottbus hier und da Standortnachteile, wenn es um deutsche Spieler geht, die vielleicht auch andere Möglichkeiten haben, dann ist es schon so, dass du nicht gerade bevorteilt bist, sagen wir es mal so als Energie Cottbus. Hier im Grenzbereich zu Polen, wenn da gute Jungs sind, und da sind gute Jungs, hast du vielleicht sogar einen Standortvorteil und den sollte man schon versuchen zu nutzen. Und wir sind dabei im Moment, Leute zu installieren, die das für uns im Blick halten. Ob und wie schnell wir davon einen Profit ziehen können, kann ich im Moment schwer sagen. Aber der Markt ist interessant, da bin ich mir ganz sicher. Gut. Interessant ist ein gutes Stichwort, war eine interessante Pressekonferenz, eine lange, ja, für unsere Verhältnisse jedenfalls. Fast 30 Minuten, herzlichen Glückwunsch, liebe Kollegen. Dann drückt uns die Daumen, dass wir stau- und unfallfrei ankommen in Köln und was mitbringen. Danke. Danke auch.